Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka und hier geht's los mit einem neuen Projekt auf diesem Kanal, Field of Glory 2 Medieval im Multiplayer. Das Ganze ist ein Runden-Strategiespiel, ein Wargaming-Spiel und wir spielen gegen Mr. West. Den Link zu seinem Kanal bzw. auch zur Playlist werde ich euch in die Videobeschreibung packen und dann könnt ihr immer abwechselnd jeden Zug bei uns schauen auf dem einen Kanal. Auf unserem Kanal hier, wir werden die Dänen spielen und Mr. West wird die Deutschen übernehmen. Das ist ein sehr cooles Spiel. Ich sage jetzt noch ein paar Sachen vorneweg, die ich hier jetzt im Nachhinein aufnehme, denn ein bisschen was ist anders als sonst auf dem Kanal, denn diese Schlacht ist schon beendet. Das heißt, die Folgen sind schon alle aufgenommen und wir sind schon in der Revanche-Schlacht. Wer hier wem Revanche gibt, werde ich natürlich nicht verraten an der Stelle. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir immer donnerstags bis sonntags Folgen hochladen und das heißt, mit Start heute wird jetzt erstmal bis Sonntag jeden Tag eine Folge kommen. Bei mir, weil ich anfange, kommen die Folgen ein bisschen früher und dann kommen sie in den folgenden zwei Stunden irgendwann auch bei Mr. West. Also bei mir kommen sie um 16 Uhr und bei Mr. West glaube ich um 18 Uhr, aber dann könnt ihr da auch nochmal auf seinem Kanal nachschauen. Ich glaube, es ist immer ganz spannend. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mal wieder Multiplayer zu spielen, mal wieder gegen einen echten Gegner zu spielen. Es hat einfach ein anderes Feeling, das ist super. Und ich hoffe, auch für euch ist das cool, sich jeweils anzuhören. Und für mich ist es auch spannend, denn wir haben ja jeweils den anderen noch nicht gesehen, was jetzt der andere denkt, was man für eine Taktik fährt und so weiter und so fort. Da bin ich sehr gespannt drauf. Also das ist zum einen der Unterschied, dass alle Folgen schon fertig sind. Zum anderen ist nochmal der Unterschied, dass die Folgen unterschiedlich lang sind, nicht die klassische halbe Stunde, wie das sonst bei mir üblich ist. Also jetzt am Anfang sind es so 20 Minuten, dann wird es langsam ein bisschen mehr und am Ende wird es wieder weniger. Aber wir machen einfach pro Zug eine Folge und dann sollte das klappen. Jetzt am Anfang ist natürlich noch ein bisschen so, dass Aufbau und Aufstellung und so weiter, das ist alles noch ein bisschen, sind wir noch nicht mittendrin in der Schlacht, aber eigentlich sind alle Bereiche ziemlich spannend und ziemlich cool gewesen. Und dann würde ich sagen, starte ich jetzt in meinen Kommentar von damals wieder rein und sage nur noch, dass ich hier manchmal so Teile ein bisschen erkläre, aber das ist nicht alles so hundertprozentig richtig. Wir haben das Spiel erst gelernt beim Machen so richtig, aber dazu sage ich gleich ja noch was. Also viel Spaß, ich hoffe, ihr seid mit dabei. So, und da sind wir. Wir sehen das Schlachtfeld schon im Hintergrund. Erstmal ganz kurz zu den Siegbedingungen. Wir müssen also die feindliche Armee in die Flucht schlagen. Und zwar müssen mindestens 40% ihrer Truppen fliehen. Und insgesamt müssten sie 25% mehr Truppen als wir verloren haben. Oder wir müssen 60% ihrer Truppen in die Flucht schlagen. Jetzt gibt es hier eine kleine Geschichtsstunde. Die ist vielleicht gar nicht so unspannend, deswegen lese ich die einmal vor. Die dänische Armee ist mit dem Braunschweiger Kontingent an der linken Flanke in Stellung gegangen. Die Ritter sind zum Kämpfen von ihren Pferden gestiegen. Die Dänen haben sich im Zentrum aufgestellt, während das Dithmarscher Kontingent rechts davon in unebenem Gelände Stellung bezogen hat. Die Dithmarscher sind allerdings unzufrieden und weigern sich, Befehle zu befolgen. Es geht sogar das Gerücht um, dass sie womöglich die Seiten wechseln werden. Die Truppen der Deutschen Allianz sind ebenfalls in drei Verbände unterteilt. Die Ritter an der rechten Flanke haben es den ihnen gegenüberstehenden feindlichen Rittern gleichgetan und sind ebenfalls von ihren Pferden gestiegen. So, jetzt haben wir nochmal die Info über das Dithmarscher Kontingent. Das wird leider auf unserer Seite ein Unsicherheitselement sein, denn es ist gut möglich und ich glaube historisch korrekt auch so, dass die uns irgendwann in den Rücken fallen werden. So, wir wollen uns mal einen kleinen Überblick über die Situation verschaffen und ich muss gleich dazu sagen, also der Mr. West und ich haben jeweils das Tutorial gespielt und sind also keine Profis auf diesem Gebiet. Und es steckt unter der Haube hier bei diesem Spiel eine ganze Menge. Man kann das relativ einfach, wie das Ganze funktioniert, ist relativ einfach zu erlernen. Aber wer wann einen Boni gegen wen kriegt und so weiter, das ist durchaus nicht ganz unkompliziert. Aber ziemlich cool, was da unter der Haube steckt. Wir schauen uns das mal am Beispiel von, sagen wir mal, erstmal hier diesen abgesessenen Braunschweiger Rittern an. Hier sehen wir zum Beispiel, die Qualität ist überlegen. Das ist so ein bisschen, wie sie trainiert sind. Rüstung stark gepanzert und sie haben eine
Fähigkeit für schwere Waffen. Wir können uns das alles noch viel deutlicher anschauen in solchen Übersichten hier. Da sehen wir dann auch nochmal die Stärke. Das sind also insgesamt 116 Ritter, nicht nur die 6, die da stehen, die 8, Entschuldigung. Und es gibt also immer wieder Boni, zum Beispiel hier durch die schweren Waffen 100 Vorteilspunkte gegen alle Truppen, außer wenn berittene Stoßtruppen angegriffen werden. Truppenqualität bringt plus 50 Vorteilspunkte gegen jede Einheit. So, und es gibt immer den Unterschied zwischen Kontakt und Nahkampf. Denn der Kontakt, das ist quasi das erste Mal, wenn gegnerische Truppen aufeinanderstoßen. Und der Nahkampf, der findet dann danach statt, weil dann quasi der Gegner gebunden wird an der Stelle. Oder, also wo dann einfach zwei Einheiten gegeneinander kämpfen. Aber bevor ich mich hier ewig verquatsche, würde ich sagen, wir gehen durch die Details eher durch, während wir spielen. Und ich schaue eher jetzt mit euch, wie wir strategisch hier vorgehen wollen. Wir haben auf dieser rechten Seite unsere ganzen Kavallerieeinheiten. Das sind alles dänische Ritter und Sergeanten, wenn ich das richtig sehe. Genau, und hier haben wir noch zwei Befehlshaber. Hier haben wir den Bischof von Ribe, der dort steht, der hier eine ganze Reihe von Leuten unter seinem Kommando hat. Und hier ist der König Waldemar II. Von Dänemark, der irgendwie die gleichen Leute unter Kontrolle hat. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Befehlsreichweite. Ja doch, sie sind beide hier. Wenn wir das einblenden, die Befehlsreichweite, dann sehen wir hier diesen blauen Kreis. Alle die Truppen, die da drin sind, sind in der Befehlsreichweite dieser beiden Befehlshaber mit drin. Das gibt bestimmte Boni, auch zum Drehen, aber da kommen wir gleich dazu. Also es gibt bestimmte Bewegungspunkte, das sieht man hier, ich sage es doch noch einmal. Bewegungspunkte hier, sehen wir das überhaupt hier? Moment. Genau, hier würden wir sehen, also es kostet 4 Punkte da nach oben zu gehen. Wenn wir jetzt hier hingehen wollen würden, würde das schon 10 Punkte kosten, weil eine Drehung auch 4 Punkte kostet. Und weil das nochmal so ein Seitenschritt ist, kostet das nochmal 2 extra. 1, 2. Hier wäre es nicht ganz so schlimm. Jetzt bin ich da schon hingegangen. Aber gut, das ist gar nicht so schlecht. Das hat auch 10 Punkte gekostet, genauso wie hier, weil die Drehung weniger als 45 Grad ist. Also das ist sehr kompliziert. Was heißt kompliziert? Ist eigentlich klar, ne? Also wenn Sie von hier los starten und da oder dahin wollen, kostet das mehr, als wenn Sie irgendwo in diesem Bereich gehen, weil die Gesamtdrehung höher ist als 45 Grad oder 45 Grad oder mehr ist. So, bla. Ich wollte ja erstmal taktisch losgehen. Also, wir haben hier auf der rechten Seite vor allen Dingen, und da auch da müssen wir nochmal gucken jetzt, unausgebildete schwere Fußtruppen. Und Offensive, das sind hier alles Offensive, das seht ihr hier unten, alles offensive Speerträger. Offensiv heißt in dem Fall jetzt nur, dass sie bei Angriff noch einen kleinen Boni kriegen und in der Verteidigung den zumindest nicht haben hier. Das sind tatsächlich alles Offensive. Hier haben wir nochmal Bogenschützen, hier haben wir Armbrustschützen. Haben wir überhaupt Defensive? Da haben wir defensive Speerträger. Okay, und wir müssen natürlich schauen, also hier sind seine ganzen Ritter, wir haben auch die abgesessenen Ritter, hier sind wir glaube ich in etwa gleich stark, wobei er auf der Seite defensive Speerträger in großen Mengen hat, die natürlich schwer zu durchstoßen sein werden, und auf dieser Seite steht sich halt die Kavallerie gegenüber. Und ich glaube, der Deutsche Orden hat nochmal die Möglichkeit, hier irgendwas umzubauen, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Das gibt es pro Szenario jeweils, ist das unterschiedlich, ob man am Anfang nochmal Truppen auswählen kann. Flankenangriff wäre natürlich super. Wir haben hier außen berittene Armbrustschützen von ihm. Hier hinten stehen Feudal-Fußtruppen, das sind schwere Fußtruppen, die auch ordentlich gepanzert sind. Nee, nur die mittleren. Die hier sind geschützt. Es gibt unterschiedliche Stufen da. Auch die sind geschützt. Hier haben wir Armbrustschützen. Okay. Nein, die Armbrustschützen sind leider hervorragend gegen unsere Leute. Ich würde fast sagen, also wir können hier auf der linken Seite auf jeden Fall ein Stück nach vorne rücken. Das ist, glaube ich, schon mal ohne Frage der Fall, dass wir uns hier nach vorne bewegen. Ich werde jetzt erstmal einzeln hier nach vorne gehen. Die Frage ist nur, ob wir die Fußtruppen
Das sind defensive Speerträger. Die würde ich ja gerne eigentlich gegen diese Reiter hier hinten einsetzen, aber ich glaube, der Weg ist ein bisschen zu weit. Ich bin mir jetzt natürlich auch nicht sicher, wie gut sich diese mittlere Rüstungsleute, also geschützten Leute, gegen jetzt so Ritter verhalten würden. Ich glaube, es ist nicht sehr gut. Die Frage ist ein bisschen, ob wir schauen wollen, dass wir hier links flankieren oder ob wir uns insgesamt ein bisschen Richtung Mitte verschieben. Ich hätte den besser ein Stück nach außen ziehen können. Ich fände es ganz gut, wenn die Bogenschützen in die Mitte mit reingehen. Die müssten eigentlich gegen, da haben wir leichte Armbrustschützen, hier haben wir berittene Armbrustschützen. Wir haben noch auch berittene Armbrustschützen, hier haben wir noch Armbrustschützen. Also ich würde gerne die Armbrüste, wartet mal, die würde ich gerne hier reinziehen. Und die auch etwas mittiger, dass wir vielleicht mit den Armbrustschützen ein bisschen gegen diese deutschen Ritter vorgehen können, auch wenn wir ansonsten hier relativ gleich auf sind. Ich würde mich hier jetzt doch erstmal in Linie vorbewegen. Man kann das auch so ein bisschen zurücksetzen jeweils. Aber was man alles kann, das kann ich euch lange erzählen. Aber wissen, was am besten ist, tue ich natürlich gar nicht. So, das sind offensive Speerträger. Interessant. Die würde ich eigentlich am liebsten, vielleicht können wir die noch da hinten, aber die sind noch, die kommen dann natürlich nie wieder weg. Deutsche Fußtruppen, die Lehnstruppen. Ach, wisst ihr was? Also, ich möchte auf jeden Fall die Defensiven. Ah nee, das sind ja Offensive. Die Offensiven müssen auch alle nach vorne. Und im Idealfall, ich bringe mal ein paar von diesen unausgebildeten Fußtruppen, schweren. Ein paar hier rüber. Wartet mal. Das hier sind alles... Ist denn die Kavallerie überhaupt? Da ist noch Kavallerie. Das ist alles Kavallerie hier. Ja, die brauchen wir hier in der Mitte. Also auf jeden Fall hier nach vorne. Auf jeden Fall da nochmal nach vorne. Ich denke, dass wir hier vielleicht einmal einen rüberschicken. Der ist dann auch halb gedreht. Müssen wir mal kurz gucken, ob wir an irgendeiner Stelle eine Übermacht hinkriegen, die jetzt noch nicht vom Spiel her geplant ist. Also ob man hier irgendwo durchkommt zum Beispiel. Der berittene Armbrustschütze hat leider nur ein Schussfeld von 2. Da würden wir uns selbst, wenn wir uns da hinstellen, würden wir da nicht ankommen. Also ich bewege die jetzt tatsächlich alle gerade nach vorne. Die schweren Fußtruppen. Das sind defensive Speerträger. Bringen wir sie mal zur Seite. Ich meine, es ist, glaube ich, jetzt auch wieder sehr klassisch, was wir hier machen. Aber okay. Offensive Speerträger. Irgendwo hier ein Übergewicht herstellen. Das finde ich super. Das sind defensive. Das sind die Armbrustschützen. Die Armbrustschützen können hier auch noch rüberkommen. Oder sie stellen sich... Ja, die bringen wir jetzt mal hier hin. Da sind die anderen, jawohl. Okay. Defensive Speerträger, die bringe ich jetzt darüber. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht auch bis zu denen kommen. Wir müssen halt gucken. Und die Armbrustschützen kommen hier noch weiter nach vorne, genau. Armbrustschützen probiere ich jetzt mal zu sammeln hier. Auch wenn wir hier an der Seite, das ist die Frage, die könnten wir auch hier ranziehen. 1, 2, 3, 4... Das könnte er natürlich auch gehen hier. 1, 2, 3, 4 und dann auch auf die Armbrustschützen hier feuern. Ich weiß gar nicht, was die leichten Armbrustschützen für eine Reichweite haben. Aber ich stelle jetzt tatsächlich die Bogenschützen. Achso, nee, rückgängig machen wollte ich es gar nicht. Ich wollte mich eigentlich drehen noch. Geht das? Ja, vielleicht nach da drehen. Gerade hinstellen und die Berittenen. Wollen wir sie nach vorne ziehen? Da bin ich mir unsicher. Aber ich stelle sie mal dahin. Ich stelle sie mal da vorne rüber und drehe sie trotzdem nochmal in diese Richtung zumindest.
und dann schauen wir mal, ob er kommt und angreift oder nicht. So, wir haben hier unten noch Braunschweiger Fußknechte. Die sind eigentlich, die sollte man eigentlich stehen lassen, glaube ich. Die sind nicht so wahnsinnig gut, aber wir probieren mal unser Bestes. So, wir haben hier noch ein paar offensive Speerträger. Die könnte ich mir jetzt auf der anderen Seite... Ich würde gerne das wirklich... die Speerträger da rausziehen. Wir sind jetzt alle noch auf einem Klumpen hier. Wir müssen auch darauf aufpassen, dass teilweise sich die Leute zurückziehen können. Da werden wir dann drauf achten. Und den defensiven Speerträger... So, jetzt muss ich erstmal wieder auf der rechten Seite schauen, wen wir da noch alles so haben. Die Armbrustschützen. Also, ich werde mal hier außen, das ist erstmal relativ klar, auf die können wir halt nicht, die machen halt nichts und werden irgendwann uns angreifen, nehme ich mal stark an. Hier werden wir einen Flankenangriff bekommen, da bin ich relativ sicher. Wir müssen erstmal, ich glaube, wir gehen mit denen, hier mal mit denen darüber, um die Flanke da noch ein bisschen abzudecken. Und das gleiche machen wir wahrscheinlich auch mit den Armbrustschützen. Oder wisst ihr was? Ich schicke da noch eine Truppe der Speerträger hin, schicke die Armbrustschützen hier in die Mitte. Ich würde sie gerne nochmal drehen lassen. Das funktioniert auch. Okay, dann kommen die noch davor. Die kommen dahin. So, will ich die ganz nach vorne ziehen. Die würden auch noch deutlich weiterkommen hier, die Ritter natürlich. Aber ich möchte sie gerade gar nicht nach vorne ziehen. Wir können sie mal einen nach vorne ziehen, einfach um so zu tun, als ob hier. Denn ich möchte gerne, dass die Speerträger aufholen, dass wir da gemeinsam rangehen. Deswegen können die jetzt auch noch ein Stück nach vorne und die kommen wahrscheinlich, warte mal, ja, die kommen auch noch hier nach vorne. Ich hoffe, dass wir hier auf der Seite, also wir haben halt da so einen Block, da ist ein bisschen die Frage, was wir mit dem machen. So, wir können ja nochmal die nächsten Einheiten durchschalten. Hier haben wir nochmal leichte Bogenschützen, die uns natürlich, was sind das, durchmarschieren. Ah, das ist ein Gewaltmarsch, ne, sowas geht auch irgendwie. Die schicke ich jetzt erstmal gerade nach vorne. Gehen wir mal weiter. Also wir können auch Tab drücken, das macht es einfacher. Defensive Speerträger. Also was ich probiere, die Armbrustschützen. Die wären auf der Seite natürlich super. Ich stelle sie mal hier daneben. Jetzt müssen wir aber wirklich gucken, ob wir in irgendeiner Form das hier in der Mitte... Obwohl, er hat ja da auch nichts. Also wir müssen mal gucken. Also wir sind eigentlich auf der rechten Seite unterlegen. Wir haben zwar Ritter gegen Ritter, aber die Nachhut, die hier hinten steht, die ist deutlich stärker. Und auf der linken Seite sind wir etwa gleich stark. Das ist also, die Dänen sind hier, glaube ich, zahlenmäßig so ein Hauch unterlegen. Aber irgendwie sollte das ja vom Spiel, glaube ich, ausbalanciert sein. Also da wird schon seinen Unterschied geben, den ich jetzt vielleicht nicht weiß. So, dann ziehe ich die jetzt einfach auch nochmal nach vorne. Und dann schauen wir mal, dann sind wir, glaube ich, nämlich durch mit den Einheiten. Jawohl, jetzt haben wir alles bewegt. Und ich bin mir sehr unsicher, ob das einen Sinn macht. Es sieht ein bisschen chaotisch aus, aber ich hoffe, dass wir gleich diese Speerträger noch mit nachziehen können und dass er vielleicht nicht ganz so schnell hinterherkommt. Und dass wir hier mit unseren Armbrustschützen uns gemeinsam hier auf einzelne Leute beschränken können. Am allerliebsten würde ich natürlich seinen Kommandanten direkt mal umbringen. Das würde ein bisschen Moral kosten, aber gut. Wir sehen uns gleich wieder, denn ich denke, ich werde den zweiten Zug gleich noch hinterher setzen. Aber so werde ich das jetzt erstmal abschicken. Gott, es ist aufregend. Gut, wir sehen uns. Bis gleich.